Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen ungelösten Fall aus Norwegen. Das Opfer ist auch Norwegerin. Eigentlich gehört dieser Fall nicht auf diesen Kanal, sondern auf meinen internationalen Kanal. Wer diesen noch nicht kennt, der Link zu dem Kanal ist in der Beschreibung. Warum wird der Fall hier gezeigt? Der Fall wurde in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 12. Juli 2017 ausgestrahlt, da man vermutete, dass der Täter aus Deutschland kommt. Und deswegen zeige ich das Video auch hier. Das Opfer war die 20 Jahre alte Trude Espers. Zugetragen hat sich die Tat am 8. August 1996, also vor mehr als 25 Jahren. Trude Espers kommt aus Orkanger, einer kleinen Stadt in der Nähe von Trondheim. Sie studiert Englisch, Finnisch und Russisch. Und sie hat sich bei einem Hotel in Geiranger beworben, um im kommenden Herbstsemester eine Auszeit zu nehmen, um Geld zu verdienen für ihr weiteres Studium. Der Arbeitsvertrag läuft vom 1. August 1996 bis Weihnachten 1996. Der Geiranger Fort liegt 300 Kilometer südöstlich von Orkanger und gehört zu den bekanntesten Touristenattraktionen von Norwegen. Und 2005 wurde es zum UNESCO-Naturerbe erklärt. Der Fjord ist 15 Kilometer lang und am Ende befindet sich der kleine Ort Geiranger. Es leben dort 250 Menschen ständig und ist also praktisch ein kleines Dörfchen. Aber es gibt dort den drittgrößten Kreuzfahrthafen Norwegens und rund 300.000 Touristen von Kreuzfahrtschiffen besuchten Geiranger 2012. Nur damit ihr meine Ahnung habt, wie viele Touristen dort jedes Jahr bzw. dort auch täglich rumrennen. Trude Espers kommt am 1. August 1996 mit dem Bus in Geiranger an. Zu dem Zeitpunkt gab es drei Hotels dort und in einem dieser Hotels hat sie einen Studentenjob als Zimmermädchen angenommen. Ihre Unterkunft hat sie in einem Wohnheim. In diesem Wohnheim sind zahlreiche Studenten und Saisonkräfte untergebracht. Dann springt die Darstellung zum nächsten Tag, dem 2. September. An diesem Tag lernt sie eine Kollegin kennen, die ihr berichtet, dass in dem Wohnheim öfter mal Partys stattfinden. Trude sagt darauf, dass Partys nicht so ihr Ding sind und die Kollegin fragt, was willst du denn sonst hier machen? Darauf gibt sie dann keine richtige Antwort und die Kollegin versucht sie dann damit zu ködern, dass sie sagt, es sind auch ein paar nette Jungs dabei. Trude hat eine besondere Angewohnheit. Sie schreibt gerne Listen und Merkzettel, auf denen sie sich dann wichtige Dinge notiert. Dies betrifft auch ihr Tagebuch. Wenn sie keine Zeit oder Lust hat, dies mit ihren Erlebnissen des Tages zu füllen, macht sie sich Stichworte, um nichts zu vergessen. Eine kleine Papiertüte mit solchen Notizen wird der Polizei später Rätsel aufgeben. An ihrem zweiten Tag in Geiranger hat sie folgende Stichworte aufgeschrieben. 2. August, Elin. Das ist der Name der Kollegin, den sie an diesem Tag im Hotel kennenlernte und die ihr über die Partys berichtete. Danach die Worte Geschäft, Deutscher und Krücken. Auf diese Stichworte kann sich niemand einen Reim machen, auch nicht ihre Kollegen und Kolleginnen im Hotel. Diese Notizen können etwas mit der späteren Tat zu tun haben, müssen es aber nicht. Die von Trude aufgeschriebenen Stichworte könnte man entschlüsseln, in der Form, dass sie in einem Geschäft beim Einkaufen einen Deutschen kennengelernt hat, der Krücken benutzt. Allerdings ist nicht klar, ob die Krücken auch einen Zusammenhang zu dem Mann darstellen sollen. Und es können natürlich auch vier komplett untereinander unabhängige Stories oder Geschichten sein, die sie in ihr Tagebuch eintragen wollte. Am Donnerstag, dem 8. August 1996, dem Tattag, hat sie ihren ersten freien Tag. Sie ist jetzt genau eine Woche in Geiranger. Sie hat in der Küche zu Mittag gegessen und nachdem sie die Küche dann verlassen hat, trifft sie zwei Arbeitskolleginnen, die an diesem Tag nicht frei haben. Die beiden fragen Trude, was sie denn an ihrem ersten freien Tag vorhat. Trude sagt,
dass sie es noch nicht so genau weiß und sich spontan entscheidet. Dann wollen die beiden Kolleginnen wissen, ob sie denn heute Abend auch zu der Party kommt. Trude sagt, dass sie es noch nicht weiß und die Kollegin versucht ihr, die Party dann ein bisschen schmackhaft zu machen und dass sie bei dem Krach sowieso nicht wird schlafen können. Und Trude sagt dann, dass sie sich jetzt überlegen wird. Ihre Mutter sagte in dem norwegischen Ableger von Aktenzeichen Y, dass Trude immer etwas Zeit brauchte, sich anderen Menschen anzunähern. Sie war also ein zurückhaltender Typ. Danach trennen sich die drei und Trude erkundigt zunächst die nähere Umgebung. Sie geht dann den Riksweg 63 ab ca. 15 Uhr entlang. Die Straße verläuft parallel zum Ufer des Fjords. An diesem Nachmittag oder generell sind dort viele Autofahrer und Fußgänger unterwegs. Eine Stunde später gegen 16 Uhr ist eine Frau mit dem Namen Gry Isaksen unterwegs. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Sie hat auch noch einen Nachnamen, den konnte ich aber leider nicht aussprechen. Deswegen bleibe ich jetzt bei dem Vornamen. Also die Gry Isaksen ist dann eine Stunde später, das ist so gegen 16 Uhr, unterwegs auf dem Riksweg 63 und auch sie arbeitet in einem der Hotels am Ort. Sie kennt Trude nicht, kann sich aber später gut an sie erinnern. Sie sagt später aus, dass Trude an diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt auf einem Felsen sitzt und ein Buch liest. Und Gry Isaksen wird in diesem Fall die wichtigste Zeugin der Polizei. Das Ziel von ihr ist ein Uferstein in der Nähe des Parkplatzes. Und diese Stelle wird vor allen Dingen von Einheimischen gerne zum Sonnenbaden benutzt. Und liegt nur knapp 500 Meter von der Stelle entfernt, an der Trude sitzt und liest. Eine weitere Stunde später, es ist gegen 17 Uhr und in der Darstellung sieht es so aus, als wenn Gry Isaksen beim Sonnenbaden eingeschlafen ist und gerade aufwachte. Sie sieht dann einen fremden Mann, der auf einer Bank sitzt und sie anstarrt. Dies verunsichert sie. Es sieht so aus, als wenn sie dann gerade in der Darstellung ihre Sachen zusammenpacken will. In dem Moment erhebt sich der Mann von der Bank und kommt auf sie zu. Er fragt dann in Deutsch, entschuldigen Sie, wie spät ist es? Sie nennt ihm die Zeit in Englisch. Es ist 17.10 Uhr. Der Mann schaut danach kurz etwas unentschlossen und in der Darstellung sieht es dann so aus, als wenn er ihr noch irgendetwas sagen will, aber keine Ahnung hat, wie er es machen soll oder anstellen soll. Dann sagt er Dankeschön und geht. Da Gry Isaksen im Hotel öfter mit Deutschen zu tun hat, kann sie später zweifelsfrei aussagen, dass der Mann sie auf Deutsch angesprochen hat. Etwa zur gleichen Zeit muss auch Trude ihren Platz auf dem Felsen verlassen haben. Ihr Buch und ihre Tasche lässt sie dort liegen. Nur wenige Minuten später, gegen 17.30 Uhr, ist ganz in der Nähe ein schwedisches Ehepaar unterwegs. Der Felsen, auf dem Trude zuvor noch gesessen hat, befindet sich knapp 30 Meter von dem Bereich entfernt, durch den das schwedische Ehepaar geht. Der Mann muss dann dort kurz pinkeln gehen, geht an eine etwas ruhige Stelle, ein paar Meter in den Wald hinein und sieht dort einen Mann nur wenige Meter von ihm entfernt, der sich erschreckt aufrichtet, als er den Schweden bemerkt. In der Darstellung war es der gleiche Mann, der zuvor Gry Isaksen angesprochen hat. Der Schwede grüßt ihn, aber der Mann erwidert den Gruß nicht und bleibt ungerührt stehen. Daraufhin geht der schwedische Mann dann zu seiner Frau zurück und die beiden setzen ihren Weg fort. Am Abend findet dann die Party im Wohnheim statt. Da Trude nicht auf der Party erscheint, geht Elin, ihre Arbeitskollegin, zu ihrem Zimmer und möchte, dass sie auch zur Party kommt. Aber Trude reagiert nicht auf Klopfen oder auf das Rufen ihres Namens. Dann schwenkt die Darstellung in den Bereich, an dem Trude zuletzt gesehen wurde, und in den Wald. Es ist bereits dunkel und ein Mann macht sich gerade im Wald an etwas zu schaffen. Es sieht aus, als wenn er etwas mit Steinen bedeckt.
Als Trude dann am nächsten Morgen nicht zur Arbeit erscheint, alarmieren ihre Kollegen die Polizei. Die Polizei und freiwillige Helfer suchen dann die Umgebung nach Trude ab. Zunächst geht man davon aus, dass sie wandern gegangen ist und dabei einen Unfall hatte und jetzt irgendwo hilflos herumliegt. Auch mit einem Hubschrauber und Suchhunden wird nach ihr gesucht. Dann findet einer der Sucher auf dem Felsen ihr Buch und ihre Tasche, die sie dort am Vortag zurückgelassen hat. Und aufgrund dieses Fundes erscheint dann ein Verbrechen immer wahrscheinlicher. Die Kriminalpolizei in Oslo übernimmt dann den Fall und von Trude gibt es zunächst einmal keine weitere Spur. 10 Tage nach den Suchmaßnahmen und 11 Tage praktisch nach dem Verschwinden, es ist dann der 19. August 1996, ist ein Paar unterwegs im Wald. Um das nochmal kurz darzustellen praktisch, es gibt dann diesen Uferbereich zu dem Fjord hin, da ist dann auch dieser Stein, auf dem sie gesessen hat. Dann gibt es dort diese Straße und direkt dahinter ist ein Wald. Und in diesem Wald, da hat das schwedische Ehepaar oder der schwedische Mann diesen Mann dort gesehen und dort ist jetzt auch das Paar unterwegs. Und die beiden machen eine kleine Pause. Dann stellt der Mann einen unangenehmen Geruch fest. Er geht in die Richtung, aus der der Geruch kommt und stellt fest, dass der Geruch immer stärker wird. Und auch seine Begleitung kann diesen unangenehmen Geruch jetzt wahrnehmen. Sie machen sich auf der Suche nach dem Ursprung. Die Frau möchte aber eigentlich weitergehen und sagt ihm, dass sie vermutet, dass es sich um ein Tier handelt. Der Mann weist aber darauf hin, dass in der Gegend doch eine Studentin vermisst wurde, die bisher noch nicht wieder aufgetaucht ist. Als er an einer Stelle einige Steine wegnimmt, weil es dort aussieht, als wenn diese aufgeschichtet sind, kann er einen Fuß sehen. Die beiden verständigen dann umgehend die Polizei. Und der Täter hat die Leiche praktisch von Trude unter Steinen und Moos versteckt. Sie wurde am helllichten Tag, als unzählige Touristen in der Gegend unterwegs waren, vergewaltigt und ermordet. In einem anderen Bericht in einer norwegischen Zeitung ist zu lesen, dass der Täter sie unter 52 Steinen versteckt hat. Damit endet dann die filmische Darstellung des Falls und in der Nachbesprechung ist der zuständige Sachbearbeiter der Kripo in Oslo im Studio. Dieser erwähnt, dass Geiringer im Sommer von 6.000 bis 7.000 Touristen täglich besucht wird. Die meisten werden wohl mit den Kreuzfahrtschiffen kommen. Am 8. August 1996 waren etwa 600 deutsche Touristen in Geiringer zu Gast. Und es wird dann ein Phantombild des unbekannten Mannes gezeigt. Und ein weiteres Bild nochmal, in welcher Kleidung er unterwegs war. Diese Bilder seht ihr jetzt gerade hier auch. Also dabei geht es um den Mann, der Deutsch gesprochen hat. Der norwegische Polizist erzählt dann noch, dass das Verstecken von Trude mehrere Stunden gedauert haben muss. Und er die Arbeiten in der Nacht durchgeführt hat. Also dann kann er ja praktisch kein Tagesgast gewesen sein, der mit dem Kreuzfahrtschiff angekommen ist, morgens vom Schiff runter, abends auf das Schiff wieder drauf, sondern der muss dann schon mindestens mal 2 Tage dort gewesen sein. Und ich denke, es ging darum, wem damals vielleicht ein Reisepartner die Nacht über gefehlt hat, vielleicht irgendwie ein Kumpel, ein Freund oder ähnliches, der dann festgestellt hat, dass derjenige in der Nacht oder am späten Abend nicht da war. Denn diese Sachen konnte er natürlich nur durchführen, wenn es dort absolut still ist und keiner unterwegs ist. Weil man fällt schon auf, wenn man in der Nacht durch so ein Wäldchen, in einem Wäldchen ist und dort Steine aufschichtet. Dann gab es zu dem Fall noch einen Bericht vom Fokus oder im Fokus vom 14. September 2016. Und da wird die Szenerie, in der das schwedische Ehepaar den unbekannten Mann sieht, ganz anders dargestellt. Und diese Darstellung ist für mich einfach glaubhafter. Also in der Y-Darstellung war es ja so, der schwedische Mann muss pinkeln, dann steht ein paar Meter weiter von ihm entfernt ein Mann, der ein bisschen erschreckt aussieht, der leicht nach vorne übergebeugt ist
Und ja, die Situation sah da irgendwie ein bisschen komisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier wird sie eben anders beschrieben. Und es gab auch nochmal ein Video zu dem von diesem norwegischen Pendant von Aktenzeichen Y, wo der Mann dann genau das gleiche beschrieben hat, was im Fokus steht. Und zwar waren sie am 8. August 1996 auf dem gleichen Weg spazieren, wo später Trudes Leiche gefunden wurde. Auch sie sahen das Mädchen auf dem Felsen sitzen und ein Buch lesen. Das Paar ging Richtung Campingplatz, von wo aus sie eine Stunde später denselben Weg zurücknahmen. Jetzt ist sie weg, habe Ronny Löw, also das ist der schwedische Ehemann, damals zu seiner Frau gesagt. Da er Druck auf der Blase verspürte, seien beide ein Stück von dem Fußpfad nach oben gegangen, wo er seine Notdurft verrichten wollte. Da hörte sie jemanden schreien, sehr hoch und ein bisschen panisch, wie der mittlerweile 80-Jährige sich erinnert. Also davon war bei Aktenzeichen keine Rede. Danach wurde es ganz still. Schließlich habe er in einiger Entfernung jemanden am Abhang liegen sehen. Ein Mann hatte sich darüber gebeugt. Ich dachte, es ist ein Kind, das am Boden liegt und dass sein Vater hier mit seinem Kind spielt. Der Mann fuhr hoch und starrte mich an. Ich sah seine Augen, so der Zeuge. Also das wurde in Aktenzeichen Y komplett, sagen wir es mal so, entschärft dargestellt. Da war nichts davon zu sehen, dass er sich über irgendjemanden gebeugt hat. Es war nur so zu sehen, dass er irgendwo stand und am Boden, als wenn es gestrüppt war oder ähnliches, dort etwas verdeckt hat und er dann halt nur den schwedischen Mann angestarrt hat. Und Ronny sei dann einige Meter weiter gelaufen, um seine Notdurft zu verrichten. Und als er 2 Minuten später wieder zurückgegangen sei, waren die beiden weg. Wie sie so schnell verschwinden konnten, stimmt ihn heute noch nachdenklich. Ronny Löw ist sich sicher, der mysteriöse Deutsche auf dem Phantombild ist der Mann, mit dem er damals Blickkontakt hatte. Es gab noch mehrere, ja, sag ich mal, Personen, wo man gesagt hatte, die könnten es gewesen sein. Zum Beispiel war das damals 2006 der deutsche Serienmörder Volker Eckert. Als der gefasst wurde, glaubte der zuständige Ermittler in Norwegen schon fast, der Täter sei gefunden. Doch Trude passte nicht ins Beuteschema des LKW-Fahrers, der zwischen 2001 und 2007 auf seinen Touren 7 Prostituierte ermordet haben soll. Außerdem gab es keinen Hinweis darauf, dass es zum Tatzeitpunkt im Sommer 1996 in Norwegen gewesen sein könnte. Eckhardt erhängte sich, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte. Und es gab noch weitere Verdächtige. Unter anderem meldete sich 2 Jahre nach dem Mord, also 1998, eine Mutter und teilte mit, dass ihr vor einem Jahr gestorbener Sohn Trude getötet hatte. Er hatte es ihr gestanden, ihr war es aber erst bewusst geworden, dass er es gewesen sein könnte, als sie einen Bericht über den Fall im Fernsehen sah. Aber anscheinend hat die Polizei diesen Fall wieder verworfen. Aber was könnte da genau passiert sein? Es muss zunächst einmal einen Grund geben, warum sie in den Wald ging. Die Polizei vermutet, dass sie entweder freiwillig dorthin gegangen ist und etwas erledigen wollte oder dass sie dort irgendwie hingelockt wurde. Also auf jeden Fall ist es so, dass sie dort nur kurz hin wollte in den Wald, da sie ja ihr Buch und ihre Tasche zurückließ. Da kann man ganz fest davon ausgehen, dass sie geplant hatte, zu diesem Platz zurückzukommen. Also ich vermute, dass sie austreten musste, denn sie war ja schon ein paar Stunden da und dann kann es ja durchaus passieren, dass man dann zur Toilette muss. Wahrscheinlich ist sie dann kurz in den Wald gegangen und wollte ihre Notdurft verrichten. Und dabei dürfte sie von dem Täter überrascht, überwältigt und vergewaltigt und getötet worden sein. Danach hat er sie notdürftig versteckt und in der Nacht dann mit Steinen bedeckt. Es dürfte meiner Meinung nach kein vorheriger Kontakt bestanden haben, also ich vermute nicht, dass er zu dem Platz gegangen ist, an dem Trude war und sie dort angesprochen hat. Denn ansonsten hätte er meiner Meinung nach direkt nach der Tat
oder spätestens in der Nacht von dort ihre Sachen entfernt. Und auch diese unabhängigen Beobachtungen sprechen dafür, dass es dieser Mann gewesen sein könnte. Einmal hat er ja die Frau dann angesprochen wegen der Uhrzeit. Danach war er dann wohl auch weg. Und dann hat der schwedische Mann diesen Mann ja dort im Wald gesehen. Und das war ja auch genau in dem Bereich, wo Trude dann wohl verstorben bzw. verscharrt wurde. So, das war es, was ich zu dem Fall zusammentragen konnte. Ich wollte ihn euch nochmal in Erinnerung rufen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!